So, hallo bei World of Warships. Heute mit der, ja, Danae 4, Danae 4, wie immer man das britische Schiff nennen kann. Oder nennt. Es ist ein schönes Schiff. So, Bewaffnung. Ja, viel Glück euch auch. 12,5 Kilometer Hauptbatterie. Jetzt habe ich doch im vorigen Video gesagt, dass ich gerne das hätte. Ich glaube, die Karlsruhe hat nur 10,6. Klarer Vorteil für das britische Schiff. Und die Flakbewaffnung hat hier zwei Kilometerstände. Wahrscheinlich zwei unterschiedliche Flakwaffen. War auch bei der Karlsruhe bei 2 Kilometer. Torpedowerfer. Ja, auch 6 Kilometer. Genau. Da ist es nichts. Aber wie gesagt, die Feuerreichweite der Hauptbatterie ist auf jeden Fall um 2,5 Kilometer länger. Und das ist natürlich nicht schlecht. So, ich folge mal hier Isokatze. Isokatze? Ne, Isokatze. Ja, Isokatze. Isokatze kenne ich gar nicht. Isokatze ist Level 4, war definitiv japanisch. Iso. Ja, fahren wir mal Richtung 4. Schlachtschiffe, keins in unserer Nähe. Das heißt, wahrscheinlich schnell zuschlagen und wieder abhauen, sobald ich ein Schlachtschiff sehe. Und ich wurde auch entdeckt. Hervorragend. Ich mache auch Aufklärung. Ja, nicht verkehrt. Und was haben wir da hinten? Oh, Maha. Und das habe ich gewusst. Dich habe ich doch gesehen. Machen wir ihnen das Leben schwer. Beidrehen, beidrehen, beidrehen. Tja. Wo sind sie? Ja, ich wurde entdeckt. Ja, das war ganz schlau. Und ich hänge. Das ist natürlich Sackrattenkacke, verdammt Mist. Ja, schnell zuschlagen. Oh, der Kollege hat es erwischt. Ja, die treffen. Das war's. Kurze Runde, kurzes Glück und tschüss. Ja, wer nicht steuern kann, der verliert. Sogar richtig gebrochen hier vorne. Absolut Volltreffer. Schönes Schiff. Auch beim Untergehen. Na gut, vielleicht mehr Glück beim nächsten Mal, wenn man richtig steuern kann. Und euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.